Unser heutiges Thema ist die Flussbegradigung. Bei einer sogenannten Flussbegradigung werden die natürlicherweise vorkommenden Mäander eines Flusses an ihren Hälsen durchstochen. Der Flussverlauf wird dadurch kürzer und gerader, das Wasser fließt dadurch auch schneller. An Stellen, wo ein Fluss in zwei Armen verläuft, wird oft ein Arm stillgelegt. Flussbegradigung ist somit eine Maßnahme des Flussbaus. Ziel einer sogenannten Flussbegradigung ist es, den Fluss für die Schifffahrt nutzbar zu machen. Manchmal steht jedoch auch die Landgewinnung oder die dauerhafte Festlegung von Landes-, Gemeinde- und Grundstückgrenzen im Vordergrund. Flussbegradigung hat auch einen großen Nachteil. Durch die sogenannte Begradigung kann es dazu kommen, dass der Fluss zu schnell wird und das führt zu Überschwemmungen.